Hallöchen, ich herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Jo, im letzten Part sind wir wieder mal Nani und der Brotschopf mit dem Weg gelaufen. Die fiese, blöde Kuh hat den Dorfschatz gestohlen, den wir glücklicherweise wieder zurückbekommen haben. Und die gute Aiko trägt ihn jetzt als Ohrring. Denn die liebe kleine Aiko möchte uns begleiten. Sie will nicht mehr alleine hier im Dorf sein. Sie will mit uns auf Reisen gehen. Sie will uns unterstützen, wo sie kann. Auch wir werden sie unterstützen, wo wir können. Selbstverständlich macht man das unter Freunden. Aber jetzt ist irgendwie Lilly verschwunden und Titane will sie suchen gehen. Keine Ahnung, wo sie hin sein könnte. Vielleicht weißt du ja was. Aiko und Mogu kamen am gleichen Tag auf die Welt, Hugo, aber Aiko ein bisschen vorher. Deswegen ist Aiko für Mogu wie ihre große Schwester, Hugo. Aha. Ist irgendwie schön. Ich find's schön. Und du? Ratzen? Nein, haben wir erst. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Lilly, wo bist du nur hin? Dieses Lied. Man hört es ganz leise. Lilly? Die Stimme kommt von unten. Lilly, bist du hier? Zitane. Sing nur weiter. Ist ja schließlich unser Lied. Wie hast du diesen Ort hier nur gefunden? Hey Lilly, ich glaube, du hast das Zeug zu einem Räuber. Wollen wir uns nicht zusammentun und unter dem Namen das diebische Ehepaar berühmt werden? Das mit dem Talent lasse ich mir ja noch eingehen, aber der Name ist schrecklich. Ich finde, du bist in letzter Zeit, wie soll ich sagen, ziemlich gut drauf. Wenn dem tatsächlich so ist, dann habe ich das deinen Bemühungen zu verdanken, Zidane. Aber nicht nur mir. Du hast auch deinen eigenen Teil dazu beigetragen, wie du es wirklich wolltest. Also nicht wie, sondern weil. Weil du es wirklich wolltest. Aber ohne dich hätte ich das nie geschafft. Alleine wäre ich doch nicht einmal nach Lindblum gekommen, geschweige denn zum äußeren Kontinent. Alles, was ich bis jetzt versucht habe, schlug immer fehl. Nicht einmal meine eigene Mutter konnte ich zur Vernunft bringen. Aber den Nebel lichten, Kuya aus seinem Versteck locken und alles andere wäre mir nie möglich gewesen. Niemals wäre mir das möglich gewesen, wärst du nicht an meiner Seite geblieben. Zidane. Und auch all die anderen selbstverständlich. Ja, das stimmt wohl. Alle haben ihren Teil dazu beigetragen. Vivi und Aiko beim Baum Ifas, Quina beim Verlassen des Kontinents des Nebels. Freya, der gute alte Steiner, Beatrix, die die Seiten gewechselt hat. Ich weiß, ich habe sie nicht vergessen. Ich hoffe, sie sind alle wohl auf, aber manchmal... Manchmal, da beschleicht mich diese Unsicherheit. Ob ich den Erwartungen aller, die mich unterstützt haben, gerecht werde? Ob ich ihre Wünsche und Hoffnungen erfüllen kann? Ach was, nur nicht zu viel nachdenken. Aber, du kriegst nur Falten davon, glaub mir, echt, ich spreche aus Erfahrung. Keiner von uns, Lilly, keiner erwartet, dass du dich für uns verantwortlich fühlst. Es ist ja nicht so, dass sich alle nur für dich aufgeopfert haben, Lilly. Sie beschreiten alle den Weg, den sie selbst gewählt haben. Den Weg, den sie selbst gewählt haben? Und du, Zidane? Warum bist du mit mir gekommen? Weil...
ich heimlich in dich verknallt bin. Schon seit dem ersten Tag, als ich dich gesehen habe. Ja, wirklich. Aber in Wirklichkeit, ey, was? Das sind meine Gedanken. Was? Weil, am besten, ich zitiere Ibsen. Ibsen? Den Entdecker Ibsen, also den Entdecker Ibsen, hat es früher mal wirklich gegeben, musst du dir vorstellen. Und die Erzählungen basieren auf seinen Abenteuern. Also, die Geschichte geht so. Es waren einmal zwei Freunde, die Ispen und Colin hießen. Sie arbeiteten auf einer kleinen Burg. Als eines Tages ein Brief Ispen erreichte, aber der Brief war so vom Regen durchnässt, dass man kaum lesen konnte, was in ihm geschrieben stand. Komm nach Hause waren die einzigen Worte, die lesbar waren. Heute steigt man in ein Luftschiff und fliegt nach Hause, null Problemo. Aber zu dieser Zeit gab es sowas ja noch nicht. Ohne zu wissen, was eigentlich los war, nahm sich Ispen frei von der Arbeit, packte seine Sachen und machte sich auf die Reise. Sie überquerten Berg und Tal, fochten sich durch den dichten Nebel und kämpften sich durch Monsterhorden. Aber zu zweit konnten Colin und Ispen es schaffen. So reisten sie tagelang, bis eines Tages Ispen zu Colin aufsah und fragte: Du, sag mal, warum hast du dich überhaupt entschlossen mitzukommen? Was hat Colin geantwortet? Weil du dich entschlossen hast zu gehen. Oh. Ha, ist das nicht niedlich? Oh, wie romantisch, ha? Ui. Zitane, ich... Lili? Hörst du das? Hörst du auch jemanden singen? Hm? Aber das ist ja dein Lied. Wie... Aber wie kann das sein? Die heiligen Wandgemälde sehen im Sonnenuntergang fast so aus, als ob sie lichterloh in Flammen stehen würden. Ich habe diesen Anblick schon einmal gesehen. Bist du dir das sicher? Auge im Himmel etwa eine Bestie? Lili, hat Bran etwa damals schon sie hier etwa eingefallen? Aber mit welcher Bestie? Was war das für ein Auge? Lili, was ist los? Sie ist zusammengebrochen. Erinnerungen. Wo ist Vivi? Er war am Schlafen. Und ich wollte ihn nicht wecken. Möchtest du darüber reden? Ich habe keine Erinnerungen an meine Kindheit. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, weil ich dachte, ich hätte diese Zeit einfach vergessen. Es hat mich auch nie jemand nach meiner Kindheit oder dergleichen gefragt.
Dass ich in Alexandria aufgewachsen bin, stimmt. Aber ich glaube, erst nachdem ich 6 Jahre alt war. Erst ab 6. Und davor? Davor? Bis 6 bin ich hier in Madansari aufgewachsen. Ich bin ebenfalls eine letzte Überlebende der Espa. Ich kann mich noch nicht wirklich an alles erinnern. Es ist alles so, wie soll ich sagen, verschwommen. Aber ich weiß, vor ungefähr 10 Jahren hat ein fürchterlicher Wirbelsturm dieses Dorf heimgesucht. An diesem Tag bin ich mit meiner leiblichen Mutter in einem kleinen Boot aus diesem Dorf geflohen. Genau wie das kleine Boot, das in der Bucht hinter dem Haus von Aiko liegt. Als ich mit Sidane auf dieses kleine Boot stieg, das Lied hörte und die Wandgemälde sah, kamen meine Erinnerungen plötzlich wieder. Es ist das Lied von Madansari. Deswegen konnte dir keiner sagen, woher du es kennst. Ganz genau. Aber wie bist du denn nach Alexandria gekommen und warum bist du dann dort aufgewachsen? Und das als Prinzessin? Warum hast du kein Horn wie alle Esper? Ich weiß es einfach nicht. Aber vielleicht weiß Professor Toto etwas darüber. Auch über meine Mutter, die auf unruhiger See. Meine wirkliche Mutter, die mich beschützte und wahrscheinlich an jenem Tag auf dem Boot dabei umkam. Ach, Mama. Was für eine Ironie. Die Person, die sie für ihre Mutter hält, ist gar nicht ihre wirkliche Mutter. Und ihre leibliche Mutter weilt nicht mehr unter uns. Lili hat heute gleich beide Mütter verloren. Kein Tag ist vergangen, an dem ich nicht vor diesen Wandgemälden gebetet habe. Du auch? Ja, sicher doch. Genau wie du, liebe Aiko. Ja, ich mag das auch. Ich bin froh, zumindest einen Teil meiner Erinnerungen wiederbekommen zu haben. Lili, willkommen zu Hause. Danke, Aiko. Warum lachst du? Aiko ist glücklich, nicht die Einzige zu sein, die von uns noch lebt. Mein Entschluss steht. Aiko wird mit Sidane und Lili mitgehen. Damit breche ich zwar mein Versprechen gegenüber Großvater, aber ich möchte nicht mehr alleine sein. Genau. Außerdem hat Großvater immer zu Aiko gesagt, es ist wichtig, dem eigenen Herzen zu folgen. Genau. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber Sidane, ich möchte das eigentliche Ziel unserer Reise zu diesem Kontinent erreichen. Na logo, geht mir doch genauso. Dann lasst uns alle gemeinsam gehen. Okay. Lili, wollen wir zusammen beten gehen? Aber gerne doch. Hurra! So ein schönes Lied. Ach, ich mag das Lied auch so gern. Ich bin mir immer noch unsicher, ob das der richtige Weg ist. Aber zu der Zeit, wo wir Kuya bezwungen haben, wird vielleicht wieder der Frieden in Alexandria einkehren. Großvater, Aiko macht sich auf den Weg, hast du gehört? Du kommst also mit? Was denn? Kein Grund, das Gesicht zu verziehen.
Hab ich doch gar nicht. So eine Unverschämtheit. Ich schaue immer so. Mogu, wo steckst du? Mogu. Kupo. Sie mag das Eck dort hinten, glaube ich. Kupo. Kupo. Fräulein Aiko. Bitte vergesst nicht, dass... Also bitte vergiss nicht, dass du in Madensari immer einen Ort hast, an den du zurückkehren kannst, Kubo. Und mach dir keine Sorgen wegen dem Dorf. Wir werden darauf aufpassen, Kubo. Folge stets deinem Herzen, Kubo. Möge die Macht der heiligen Wandgemälde mit dir sein. Oh, jetzt sind wir schon bei, ja, Star Wars. Fast zumindest. Was? Oh, Brotschopf. Was denn? Willst du schon wieder Prügel beziehen? Der Sieger erhält das Leben, der Verlierer den Tod. Was du müsstest, auch du müsstest, doch eigentlich immer dieser eisernen Regel gefolgt sein. Aber deine gestrige Handlungsweise widerspricht dem völlig und erschließt sich mir nicht. Spuck es aus. Aus welchem Grund hast du mich Nacht getötet? Naja, was soll ich dazu sagen? Bist du wirklich so unzufrieden, nicht getötet worden zu sein? Warum bist du so erpicht darauf zu sterben? So wüsste ich wenigstens, woran ich bin. Dann schließ dich uns doch an. Titane, was? Was soll das jetzt wieder heißen? Vielleicht verstehst du denn dann meine Handlungsweise und was ich gemeint habe. Und außerdem stehen uns jetzt sowieso eine Menge Kämpfe bevor. Nicht keine, sondern eine. Unsere Kraft wird, also deine Kraft wird uns sicherlich von Nutzen sein. Und unsere auch. Diese Spontanität ist ihm also noch geblieben. Hä? Hast du was gesagt? Einverstanden, aber sei auf der Hut. Ich werde dich stets im Auge behalten. Und? Hast du auch einen Namen? Nein, nenne mich einfach, wie du willst. Ja. Rotschopf, sonst nein. Lani nannte dich einfach nur den Rotschopf, oder? Volk, Mensch. Geschlecht männlich, Alter 26 Jahre jung. Ein Rechtshänder und wird von Zidane Mahagon genannt. Wir bestätigen das Ganze, obwohl wir es mit 8 Buchstaben wieder ändern könnten, aber nein, Mahagon ist sein Name. Mag sein, dass manche mich so nennen. Rot scheint ja sowieso deine Lieblingsfarbe zu sein. Wie wär's also mit Mahagon? Ja, jetzt wo wir so viele sind, sollten wir uns einigen, wer im Ernstfall an die Front soll. Ganz genau, jetzt ist nämlich die Frage. Wir haben jetzt Mahagon dabei. Ich möchte auch ihn gerne trainieren. Ich werde wahrscheinlich... Wie wir mal ein Päuschen gönnen. Wie viel Level hast du? 30. Ich werde Vivi ein Päuschen gönnen. Werden wir so mal machen. Ja, weil der Gute hat ja einen Haufen zu lernen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Und die Gruppen kann man immer neu zusammensetzen, also kein Problem. Keine Sorge, der wird uns schon keine Probleme machen. Überlass das nur mir. Okay. Also, auf zu Ifas Baum. Ganz recht. Jetzt werden wir gleich mal checken. Wir sind nämlich der Checker. Wir checken, ob Mahagon gecheckt ist. Nein, ob sein Equip passt. Also, Herr Mahagon, wir legen dich an. Wir legen dich an. Ja, yeah. Die Katzenkralle hat er schon. Hut,
ein Hut, der Xotus-Hut, der steht ihm gut, dann kriegt er den auch gleich. Und der Rest ist ja, ja, wissen wir eh schon. Ich hätte aber gerne, dass du, mein lieber Freund, unbedingt Level Up erlernst, dann kriegst du den Elfenohrring zuerst. Und wir werden sofort die Ability ausrüsten, damit es flotti-flott geht. Das war Deutsch, flotti-flott. Flotti-flott, auch den Konter. Der Konter, warte mal, startet einen Gegenangriff, falls der Charakter physischen Schaden erlitten hat. Gerne. Machen wir sofortiges Thermometer. Verhindert Frost und Blut. Brauchen wir das hier schon? Ich glaube noch nicht. Den Bestientöter werden wir gerne nehmen. Den Untoten, warte mal, Herz aus Stein. Fügt Monstern aus Stein immensen Schaden zu. Ach so. Tontaub. Fügt Fliegenmonstern Schaden zu. Würde ich sagen, ja. Würde ich sagen, ja. Und würde ich sagen, ja, von mir aus. Wir haben jetzt noch zwei über. Das kommt in der schnell. Verhindert Frost und Blut. Können wir dabei noch lassen. Big. Entschuldigung, so. So, das müsste so passend tun. Und wir werden jetzt ein bisschen weiter trainieren, weil der gute Vivi ist, glaube ich, eh ziemlich gut beieinander. Der müsste jetzt streng gesehen nicht unbedingt stark trainiert werden. Das müsste so theoretisch passen. Bam, 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 bam. Badabam. Dam, dam, dam. Dam, dam, di, dam. Okay, der wird sogar noch raufgehen. Braucht man gerade nicht. Dam, dam, dam. Bararam, bam, bam, bam. Komm, zu Bill was trainieren, wenn schlecht. Kämpfen, 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 kämpfen. Ja, da tut sich was. Sauber. Bam, 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 bam. Tja, scheinbar ist Baum Evas der einzige Anhaltspunkt, wo wir auf diesen Kuya treffen könnten. Liebe Aiko, bitte ruf mal deinen Kind hier. Enigma, was ist das? Schatz. Fläche, Verbündete, regeneriert HP und MP. Boah, Schimiki, das ist ja geil, oh. Das nutzt man doch gleich mal, oder? Obwohl, na, probieren wir es doch mal aus. Dann tun wir Angriff. Und dann rufen wir auch den guten Ram. Das ist echt cool. Der erste hat schon umgebracht. Verdonnerung. Wow. Schluss aus die Maus. Bravissimo, liebe Lili. Super gemacht. Zack. Antitod hat Aiko erlernt. Das ist sehr schön. Und wir bekommen einen dicken Batzen Gil. Meine gute Aiko, jetzt schauen wir mal, ob wir dich jetzt endlich mal was anderes anziehen können. Achso, das ist nur die hier gewesen. Aha. Und der Elfenohrring ist immer noch nicht fertig, wie ich sehe. Na, das mit Level Up dauert 30 Jahre. Gefühlte. Aber hier, da können wir was machen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, nehmen wir mal das hier. Zauberarmreif, da war nichts, ne? Genauso wie beim Kopfheben, Stirnband würde ich sagen. Da ist ja auch nicht wirklich viel. Passt, können wir so tun. La, 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 la. Sollen wir speichern? Das könnte jetzt ein bisschen was Längeres werden, bis wir speichern können. Es wird sicher wieder mit Überlänge zu tun haben. Ich speichere mal sicherheitshalber, weil doch recht viel passiert ist mit dem Speichern. Selten brauchen wir normalerweise nicht, wir tun nur Speichern. So, und ja. Gut. Das könnte jetzt wieder leider ein bisschen mit Überlänge und so, ne? Tschüssi. Aber es ist jetzt geschichtsträchtig. Aus meiner Sicht wieder ein bisschen geschichtsträchtig. Er lässt sie voll Zeit, der Margon. Ein wenig ist noch von dem alten Nebel übrig geblieben, aber neuer scheint nicht entstanden zu sein. Ja, dann wird Kuya wohl auch noch nicht hier sein. Was ist mit dem Nebel? Wir haben alle zusammen dieses Monster fertig gemacht, das den Nebel erzeugt hat. Mhm. Deswegen herrscht wieder klares Wetter. Mhm.
Wieder klares Wetter? Wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wie die das geschafft haben. Oh. Zitane! Ein silberner Drache! Tatsache. Und soweit ich mich erinnern kann, ist Kuya damals auf einem silbernen Drachen aus den Ruinen Bumerkias geflogen. Das ist Kuya. Er ist tatsächlich gekommen. Ja, supi. Endlich ist dieser lange ersehnte Tag gekommen. Ja, dieser Tag, an dem mein Traum in Erfüllung geht und ich mein wahres Ich enthüllen kann. Die Barriere Ifas scheint aufgehoben, aber das interessiert mich nun nicht mehr. Es ist nichts weiter als eine unbedeutende Kleinigkeit. Woran mag es wohl liegen, dass der Baum Ifas heute noch prächtiger erscheint? Seine Schönheit wird seiner Existenz als Mutter aller Bäume wirklich gerecht. Ich habe mich entschieden, mein kleiner Silberdrache. Seine Baumkrone soll meine Ehrenbusche sein, von der ich das Schauspiel beobachte. Gruppenmitglieder lieber wechseln? Menü aufrufen müsste passen eigentlich alles zusammen. So, mit Mahagon tun wir mal ein bisschen spielen, weil der muss ja Fähigkeiten auch lernen. Ich will ja keinen verkümmern lassen. Nein, wir haben viel zu tun. Also leveln können wir, dass die Sau raus. Aber mit dem Level-Up-Boost ist das eigentlich keine große Sache. Das geht recht flott. Weitergehen, kommen wir nicht zur Baumkrone. Dort oben auf der Baumkrone ist er gelandet. Und wie kommen wir da jetzt hoch, Zitane? Wir klettern einfach. Oh. Okay. Ist das nicht ein bisschen hoch? Aber Aiko traut sich nicht. Ich schaffe es bestimmt auch nicht. Ich bin noch nie geklettert. Tja, jetzt stehen wir ein bisschen blöd da. Vorschläge? Warum diese Unsicherheit? Warum gehst du nicht alleine? Wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn ich alleine zu Kuya gehe. Wie konnte ich nur gegen so ein Weichei wie dich verlieren? Sachte, schmeiß mir ja keinen runter. Du Trampel! Die Eiko ist so geil. Entschuldigung. Entschuldigung. Unnötiger Ballast wird abgeworfen. Eine Faustregel zum Überleben. Ja, ja, aber wir haben unsere eigene Methode. Ich habe eher das Gefühl, dass ihr gar keine Methode habt. Hey du, spiel dich nicht so auf. Schließlich hast du gegen Zitane verloren, du Weichei. Klappe, du Kind, sonst fress ich dich. Was? Da kommt mir doch glatt eine Idee. Du schuldest mir doch noch was, stimmt's, Mahagon? Wie wär's, wenn du deine Schuld jetzt begleichst? Und wie? Hier wächst überall genau. Gargandula-Kraut heißt das. Gargandula-Kraut. Also müssten irgendwo ein paar rumlaufen. Wärst du so nett, eine zu fangen? Dann können wir alle zusammen nach oben. Was für eine schwachsinnige Idee. Findest du? Wie konnte ich nur gegen den... Ach, was soll's. Hey, sofort loslassen! Zitan, oh, oder so. Okay. Dann nehme ich dich, Huckepack-Lini. Was?
bitte? Was? Zitane, lass mich wieder runter. Mir ist das peinlich, hallo? Jo, so geht's auch. Ah, den Schwachen wird durch die Kraft der Starken ihre Freiheit genommen. Ah, das ist die Natur und die Logik des Stärkeren. Der Schwache stirbt und der Starke überlebt. Und deswegen benötige ich noch mehr Kraft. Und ich erfuhr von einer Kraft, die so fürchtet, die sogar er fürchtet. 10 Jahre sind seitdem vergangen. Oh, es war fürwahr eine lange Zeit. Aber schon bald werde ich diese Kraft, diese Macht, mein eigen nennen. Ich spüre schon das Rasen meiner Seele. Bis hierher sind sie also gekommen, dieses Ungeziefer. Nun gut, bis diese Elefantenkuh hier auftaucht, kann ich mir auch die Zeit mit diesem Ungeziefer vertreiben. Nicht schlecht, Marco. Meine Schultern habe ich beglichen. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was ihr könnt. Das ist also Kuya. Jo. Also, auf in den Kampf. Wir können jetzt noch kämpfen, aber das wird jetzt alles ein bisschen länger dauern. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss und fangen im nächsten Part hier wieder an. Dann bleibt es auch ein bisschen spannend. Ja, ihr habt schon begriffen, die Elefantenkuh ist unterwegs. Das kann sich ja nur um eine gewisse Königin von Alexandria handeln. Richtig, Brane kommt hierher. Und Kuya wartet darauf, ihr scheinbar den Gnadenstoß zu verpassen. Wir werden es erleben. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!